herzliches Hallo und willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Heute haben wir wieder ein wundervolles Interview mit der tollen Nicole Aulich. Die Nicole, die macht ganz wunderschönen Schmuck und zwar aus Muttermilch. Das sind ganz tolle Andenken an die Zeit des Stillens und die man eben so sonst nicht hat. Also es ist was ganz Besonderes und das möchte ich euch heute gerne vorstellen zusammen mit der Nicole und ja, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Niki, ich grüße dich. Hallo. Du bist heute bei mir als Interviewpartner. Ich freue mich ganz sehr und stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Also, ich bin Nicole Aulich, 35 Jahre, habe zwei Kinder, bin verheiratet und mache Schmuck. Schmuck, aber ganz besonderen Schmuck machst ja, du. Ja, also jetzt nicht so normalen Schmuck. Ne? Genau, du machst Schmuck aus Muttermilch, machst du, ne? Genau. Schmuck aus Muttermilch, also beziehungsweise Schmuck mit emotionalen Materialien, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ja. Die auf jeden Fall eine Bedeutung haben für denjenigen, der sie mir sendet. Okay. Und du hast aber nicht immer das Gleiche gemacht. Also du hast ja vorher so genauso wie ich Kosmetik gelernt. Ja, und genau. Erzähl uns einfach mal kurz, was war so deine Intention, warum hast du so einen krassen Cut gemacht und gesagt, oh, das ist jetzt genau meins und das will ich machen und wie setzt du das auch um? Also ich denke mal, das ist natürlich nicht einfach, sich das auch aufzubauen. Also ich finde das ganz spannend. Erzähl mal. Mhm. Also nach der Schule habe ich, wie du eben auch, Kosmetikerin gelernt. Ich habe es geliebt. Also es war auch wirklich, es hat mir total gut gefallen, auch heute noch. Ich schminke mich gerne, mache mich gern zurecht und liebe das total, also nach wie vor. Aber habe nach der Ausbildung, obwohl ich sehr gute Zensuren hatte, keinen Job gefunden. Okay. Ich war wirklich gut in der Ausbildung, sehr gut. Mhm. Und danach war es wirklich schwer, was zu finden. Beziehungsweise für ein Gehalt, wo man leben kann von. Mhm. Ja. Das war eigentlich das Hauptproblem. Also wurde mir 500 Euro angeboten, wo ich auch gesagt habe, nee, davon kann ich nie leben. Nee, davon will man auch nicht leben. Und davon will ich auch nie leben, genau. Und dann bin ich, habe ich eine Bewerbung im Einzelhandel geschrieben. Ich dachte so, ach, probierst du es mal. Und wurde da auch sofort genommen. Mhm. Und war dann da auch 12 Jahre. Also ich war dann da komplett, ich hatte so nette Kollegen und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber irgendwann kam der Punkt, da wurde ich dann schwanger irgendwann. Wir haben lange, lange gebastelt, dass ich doch endlich schwanger wurde. Und dann hat es geklappt. Und dann habe ich gesagt, nee, zurück will ich auf gar keinen Fall. Also die Arbeitszeiten, die sind nicht mamataglich. Und habe dann in der Schwangerschaft überlegt, irgendwas muss kommen. Aber ich habe ja jetzt erstmal Zeit. Also das war so mein Gedanke. Es muss sich was ändern, aber erstmal bekomme ich das Baby. Und habe in der Schwangerschaft von Muttermilch Schmuck gehört und dachte so, okay, klingt interessant, aber bin gar nicht weiter irgendwie darauf eingegangen oder habe mich informiert. Und habe aber insgeheim gewusst, dass das Stillen für mich eine ganz besondere Bedeutung haben wird, wenn das Baby dann da ist. Also ich habe es irgendwie geträumt, dass ich so das Baby im Arm habe und den kleinen Kopf und dass das Stillen ganz besonders sein wird. Ich wusste es, ich habe es gefühlt irgendwie. Und dann war die kleine Maus da und dann war es wirklich so. Also von der ersten Sekunde an dachte ich so, wow, was ist denn das jetzt? Also so, es war eine ganz, ganz innige, schöne Beziehung. Und das Stillen, das war, hat von der ersten Sekunde an geklappt. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann dachte ich, es gab doch Muttermilchschmuck. Habe gegoogelt und irgendwie nichts gefunden, was mich so umgehauen hat. Und habe dann noch im Wochenbett fleißig abgepumpt und getestet, wie es funktioniert, wie man es machen könnte. Und es ist alles nichts geworden. Also es ist alles schwarz geworden dann. Okay, hast selber probiert, wie es was ging. Ich habe selber probiert, genau. Ich habe selber mir Harz gekauft, habe recherchiert, gegoogelt und habe dann getestet. Und das ist aber nichts geworden. Also das war komplett alles dann braun geworden nach einer gewissen Zeit. Ja, dann so nach, also ich habe mehrere Versuche gestartet, also direkt am Anfang richtig
auch nachts gearbeitet und recherchiert. Und ne, die kleine Maus hat ja geschlafen. Also ich habe schon gesagt, jetzt mein zweites Kind hätte mir das nie ermöglicht. Da würde ich jetzt hier nie sitzen, wenn der zuerst gekommen wäre, weil der schläft nämlich richtig schlecht. Nee, und da saß ich abends immer auf der Couch und habe recherchiert und gegoogelt und gemacht. Und ja, habe es dann irgendwann rausgekriegt, beziehungsweise ein Ergebnis, was halt nie dunkelbraun oder schwarz wird. Mhm. Ach, cool, was eben nie verrottet, weil die Milch, wenn man sie nur mit Harz verrührt, das verrottet und ja, da sind dann halt Bakterien noch drin. Die müssen genau. halt weg. Sozusagen. Man muss es ja irgendwie konserviert kriegen, ne? Also das richtig ist, konserviert werden, ne? Mhm. Okay. Ja, und dann kam da auch ganz schnell irgendwie eine Begeisterung von anderen. Und da dachte ich so, okay, also das wollen ja doch ein paar mehr haben. Und die wollen auch sowas. Und da dachte ich, gut, das wäre doch was. Das ist doch eine Idee. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Mhm. Habe in der Elternzeit meinem Chef Bescheid gesagt, habe einen Aufhebungsvertrag gemacht und habe gesagt, nee, das machst du jetzt. Jetzt ziehst du das durch, das macht dir Spaß. Und mal gucken, was kommt. Mhm. Ja, schön, genau. Also, weil es ist ja, glaube ich, auch nicht einfach, so diesen Mut zu haben. Aber ich denke, wenn man so ein Herzensprojekt hat, dann entschließt man sich halt eben doch aus dem Herzen raus dafür und denkt, ja, das ist genau das Richtige für mich. Und du hast ja auch ganz, ganz viele Anfragen von verschiedenen Leuten und ja auch nicht nur in Dresden, sondern wirklich jetzt auch deutschlandweit. Also es, glaube ich, läuft richtig gut. Deutschlandweit und auch das Ausland. Also ich habe schon nach China geschickt und jetzt ging erst letzte Woche ein Paket nach Afrika weg. Oh, also toll. Cool. Wirklich richtig cool. Ja, sehr schön. Sehr cool. Ja. Und magst du uns noch ein bisschen was erzählen zur Herstellung? Also ein bisschen was man braucht oder was du eben, oder was auch die verschiedenen Beadlets, und man kann ja verschiedene Sachen machen, Kettenanhänger, Armbänder, also da gibt es ja eine riesen Bandbreite, die du so anbietest. Erzähl doch mal, was du alles herstellst und wie die Herstellung so im Groben funktioniert. Ja, also was ich alles herstelle, sind Perlen, Beads, Armbänder, Amulette, also größere runde Anhänger, wo dann auch Haare mit reingelegt werden. Ich kann Ohrstecker anfertigen, Ringe, also da ist komplett alles möglich. Die Muttermilch wird mir geschickt. Die Kunden schicken die mir in kleinen Muttermilch-Zipptütchen und mehrfach verpackt, damit da auch nichts ausläuft. Und die wird dann bei mir zu Hause bearbeitet. Das mache ich nicht hier im Atelier. Hier arbeite ich, ich bin hier in meinem Atelier, also genau. Und hier arbeite ich die Sachen, also die filigranen Sachen, die Haare, die ich einarbeite, oder Nabelstücken arbeite ich ein. Das mache ich alles hier. Mhm. Zu Hause bearbeite ich die Muttermilch. Die kommt in eine Zentrifuge und dann kommen da noch andere Sachen mit rein. Und da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, weil das ein bisschen Betriebsgeheimnis ist, würde ich es mal nennen. Na klar. Und das wird dann mit Harz verarbeitet. Genau, also das ist dann eine harte, das wird dann zu einer harten Muttermilchperle. So. Genau, ungefähr. Ein bisschen in die Kamera. Genau. Ja. Sehr schön. Im Prinzip ist da wirklich alles möglich. Wer keine Muttermilch hat, der kann mir eine Haarsträhne schicken. Da wird dann eingefärbt, der Harz zum Beispiel, oder mit Effekten versetzt, oder mit Edelstein, mit Schimmer, Glitzer. Also ist wirklich alles möglich. Ja. Und das mache ich dann hier. Also auch die Glanzschichten drumherum und alles, das mache ich dann in meinem Kreativraum. Sehr schön. Und wie lange brauchst du, um so ein Schmuckstück herzustellen? Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist wahrscheinlich ziemlich zeitaufwendig. Ja, ist wirklich sehr zeitaufwendig. Also wenn man jetzt allein vom E-Mail-Kontakt, von der Bestellannahme, vom Auspacken der Kundenmaterialien, vom Prozess, also der Präservation, über Haare einarbeiten, Glanzschicht, dann wird gefeilt, gebohrt. Also so 4, 5, 6 Stunden musst du schon rechnen pro Stück. Mhm. Also manchmal geht es schneller, manchmal dauert es eben dann doch länger. Mhm. Ganz unterschiedlich. Ja.
Ja, aber gut, das ist halt so bei Handarbeit, je nachdem, wie Ja, was auch kommt man eingearbeitet auch wird, viel ne? Geduld. Also Genau. muss ich sagen, ich gebe auch wirklich eine sehr lange Lieferzeit an, weil ich gerne arbeite, wenn ich auch wirklich gerade Lust habe. Also was heißt Lust? Oh Gott, das klingt so als nee, also ich arbeite nie gern mit Druck im Nacken. Ja. Also so filigrane Sachen, gerade wenn ich Haare fein einlege zu einem Buchstaben oder zu einem Herz forme, dann habe ich nie gern Druck im Nacken und dann mache ich es auch wirklich nur, wenn ich in dem Moment gerade die Zeit habe, vor allen Dingen auch. Und Ja, sammle dann weiß. die Zeit. Ja, also ich habe ja selber einige Schmuckstücke von dir und da sieht man auch, wie genau das eingelegt ist und je nach Kundenwunsch eben dann auch umgesetzt wird. Und das finde ich total gut, dass da wirklich auch eingegangen wird. Man hat ja wirklich viele Möglichkeiten und auch die Beratung ist super. Kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Und man hat halt einfach was fürs Leben, einfach eine Erinnerung. Und das schätzen, glaube ich, so viele an deiner Arbeit. Ja. Genau, und Niki, sag uns doch mal, wie lange hast du so die Lieferzeiten? Also wie lange muss man sich denn einstellen, dass man generell warten muss? Du hast ja immer so punktuelle Sachen, wo du dann wieder sagst, Ja. ja, los, jetzt komme ich wieder an. Bestellzyklen nenne ich sie. Genau. Genau. Also ich mache alle 3 bis 4 Monate neue Bestellzyklen sozusagen und dann nehme ich eine gewisse Anzahl von Bestellungen an. Meistens kommt so viel rein, dass ich dann auslosen muss, weil ich mir eben den Druck nie machen will, wenn ich zu viel Bestellung annehme, dann zu schludern oder so. Also schludern ist eigentlich ein gängiger Begriff, oder? Weil ich gerade so, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr sächsisch rede, sonst versteht es keiner. Also ja, ich bin halt sehr penibel und präzise und genau und das will ich auch bei jedem Schmuckstück sein und muss es auch sein, weil die Kunden ja wirklich was fürs Leben haben wollen. Und deswegen dauert es eben auch sehr lange. Und ja, es dauert dann eben so 17, 18, 19 Wochen ungefähr, bis es fertig ist. Aber ich habe ganz viele Kundinnen, eigentlich alle, die dann sagen, absolut okay. Also mach so lange du brauchst. Ja, genau. Man wartet einfach darauf, wenn man sich wirklich drauf freut. Also mir war es damals auch egal. Ich habe dann auch gesagt, lieber habe ich was wirklich präzise gearbeitet ist. Und weil das ist ja auch bei mir gerade, ich konnte ja nicht viel stillen. Also ich hatte wirklich nicht viel Muttermilch, und habe es eben bei der Großen hatte ich kaum was und beim Kleinen habe ich es noch mal probiert und habe da auch ein bisschen, war echt traurig, dass es nicht so gut funktioniert hat und habe dann ja, mir eigentlich so ein paar Tropfen eben noch mit davon noch mal abgespeckt, weil ich gesagt habe, Mensch, ich war eigentlich stolz, dass ich es wirklich trotzdem noch mal probiert habe, obwohl das eben nicht klar war, ob es überhaupt funktioniert und deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich überhaupt was dir schicken kann oder dir geben kann. Und dann wartet man da einfach auch gerne lange drauf und freut sich dann Ja. drüber, wenn es da ist. Ja. Ja. Ich habe auch viele Kunden, die sagen, auf einen guten Arzttermin warte ich auch lange. Also deswegen haben die da wirklich Geduld. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ja, das Ja. verstehe ich. Also unter Druck arbeitet, glaube ich, keiner gerne. Nee, auch so kreativ unter Druck macht keinen Spaß. Also ich habe schon mehr Bestellungen angenommen, habe dann gemerkt, tut mir einfach nicht gut. Tut dir nicht gut, ja, das, weil du dir selber so viel Ja. Stress machst dann Ne, und man macht sich dann richtig wahnsinnig. Also ich werde dann richtig wuschig und denke, nee. Und dann lieber weniger und entspannt. Ja, das ist Genau. gut. Ja, nee, ich sage gerade, in der aktuellen Zeit kann man ja auch wirklich schlecht planen. Wenn die Kitas wieder zumachen, dann Ja. muss ich gucken, wie ich komme, ne? Also ich habe zwar meinen Mann, der wirklich sich auch runtergeschraubt hat mit der Arbeit und mich da total unterstützt. Da bin ich auch total dankbar für. Ja. Aber wenn er dann arbeiten ist und die Kitas zu haben, dann schaffe ich in der Zeit eben auch gar nichts. Ja, aber es ist doch schön, wenn du auch einen Mann hast, der dann auch dir ein bisschen Rücken frei halten kann. Also das Ja, total. kann man auch Also. sehr dankbar für sein, auf jeden Fall. Ja, und ja, das geht ja jetzt gerade allen so, Aber das geht ein so, genau. dass wenn Kitas, Schulen, diese Doppelbelastung, Dreifachbelastung in deinem Fall, 2 Kinder, Ja. dann. Aber dafür hat ja jetzt auch jeder Verständnis, denke ich. Also Genau. ich glaube nicht, Genau. Ich dass es da muss halt irgendwie. einigen absagen jetzt. Die Ja. Bestellannahme war jetzt erst. Ja. Aber da haben viele gesagt, dass sie bis Juli warten, bis zur nächsten Annahme. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Das Ja, ist es nützt ja nichts.
Ne? Das ist halt nur zwei Hände. Also, wir müssen da alle irgendwie. Alle durch. Genau. Durchhalten, durchhalten. Durchhalten, genau. Und sag mal, in welchem Preissegment befindest du dich so? Also es gibt ja, sicherlich ist es ja auch abhängig von den Schmuckstücken, die du machst und wie groß die Anhänger sind und so, aber wo geht's los, wo endet's? Hast du da irgendwie so eine... Ja, kannst du sagen, so grob ab 120 Euro wäre jetzt das günstigste, also es wäre jetzt eine einfache Perle nur mit Muttermilch, ohne Haare, ohne Effekte. Bis 5, 6, 7, 800 Euro, wenn es dann Weißgold ist und Diamanten dann dabei, dann wird es dann schon teuer. Klar, okay. Und die Diamanten wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du das auch mit verwendest, ja, aber das ist natürlich auch... Also es gibt einen kleinen Anhänger, der hat so oben so einen kleinen und an den Seiten, das wäre auch mit Diamanten möglich auf Anfrage dann. Genau. Also Weißgold ist generell sehr teuer geworden. Ja. Und das, da liegt man dann schon bei 800 Euro ungefähr. Okay. Na gut, aber auch 120 ist schon mal so ein ganz guter Einstieg. Ich denke, ja. Und das ist ja auch wert, weil... Sollte jetzt, nee, also es gibt auch andere Anbieter, wo es dann wahrscheinlich weniger als die Hälfte kostet, aber mein Handwerk, meine Arbeit ist das nie. Also ich möchte, dass dieses Handwerk auch dementsprechend bezahlt wird, ja, weil ich auch sehr, sehr viel Liebe reinstecke und das auch wertgeschätzt haben möchte, sagen wir es mal so. Und dann kann ich nicht für 30, 40 Euro arbeiten, geht gar nicht. Also wenn man da die Steuern und was man alles für Kosten hat, abzieht, dann hat man am Ende nichts mehr übrig, ne? Auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Und unter Wert, genau. Das sollte auf jeden Fall so sein. Ja, wird von vielen schon wertgeschätzt, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Du arbeitest mit so viel Liebe und Herzblut und dann muss man das auch sich bezahlen lassen, genau. Niki, erzähl uns doch nochmal, es gibt ja nicht nur diesen Muttermilchschmuck, sondern man kann ja auch verschiedene andere Sachen noch eingearbeitet haben. Also was können die Kunden sich noch alles so aussuchen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt keine Mama und dann hat man trotzdem Möglichkeiten, sich an dich zu wenden. Was gibt es denn noch? Also ich habe auch ganz viele Hundemamas, die sich eine kleine Erinnerung an ihren Hund machen lassen wollen. Also Fell, dann generell nur Haare ist möglich, Nabel, Blüten, also von einem getrockneten Brautstrauß zum Beispiel, als Erinnerung an die Hochzeit, weil der Strauß zerfällt dann irgendwann in alle seine Einzelteile. Und in Harz ist er halt für immer konserviert. Ja, ist auch eine total schöne Idee. Also halt, total schönes Andenken. Wird, glaube ich, auch gut angenommen, ne? Ja, oder Papier. Also ja, wenn jemand irgendwie eine Karte bekommen hat, eine besondere, dann habe ich jetzt auch schon die nächste Anfrage, in Buchstaben aus einer Karte ausschneiden und den konservieren, weil die Karte eben auch eine besondere Bedeutung hat für die Kundin. Okay. Was ist noch möglich? Stoff. Stoff hatte ich jetzt erst. Der Stoff, was? Das war so ein Schleifenband von der Taufe. Ah, ist auch schön. Genau, Stoff. Oh, das waren so Pailletten noch, die sollte ich mit einarbeiten. Da habe ich ein Beat gemacht. Ja, genau, das ist alles möglich. Ich habe jetzt total cool. Nee, ich denke, ich habe Plazenta, getrocknete Plazenta, getrocknete Nabel. Genau, das ist noch möglich. Generell Sand oder Muscheln vom Urlaub, wenn man die irgendwie bei sich tragen will, das kann ich eingießen. Es ist ganz viel möglich. Also, ja. Voll. Echt. Aber hauptsächlich ist es Muttermilch und Haare und Tierfell. Also. Okay. Oder so, also Pferdeschweif hatte ich auch schon. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wimpern hatte ich schon. Was hattest du? Wimpern. Wimpern? Sollte ich eingießen. Ne? Lange Wimpern in den Ring. Okay. Oder deine Verlobungsring. Ich überlege gerade, was ich noch hatte. Ich glaube, ja, ein Tropfen Blut hatte ich schon. Also jetzt nicht richtiges feuchtes Blut, sondern auf einem Stück Papier. Das hat dann halt wirklich meistens immer eine Bedeutung, wo mir dann schon fast immer die Tränen kommen, weil es halt, ne, also
wenn manchmal nichts mehr bleibt als ein Pflaster von einer Person, dann nehme ich auch einen Tropfen Blut und arbeite den mit ein. Also es ist halt manchmal, ne? Ja, es ist halt einfach ein emotionaler Druck, ja, auf allen Ebenen. Egal ob Muttermilch oder von Tieren, die vielleicht nicht mehr da sind oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch für dich bei manchen Geschichten schon, die nehmen einen schon mit und entweder begeistern sie einen oder sie nehmen einen schon mit, wo man denkt, oh ja, das bewegt mich schon sehr. Also es bewegt mich echt sehr. Schön. Echt schön. Und oft werden die Geschichten auch geteilt und ich lese die dann und denke mir, wow, was manches so durchmachen. Also da kann man so einfach dankbar sein, dass man gesunde Kinder hat. Dass man, ja, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Ja. Genau, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, du hast ja jetzt nun auch zwei Kinder, ein Mann. Das große Kind ist wie alt? Wie alt ist die Große? 5, okay. Und der Kleine ist? 1 jetzt erst geworden im April. Okay, also auch eine mega, mega Belastung. Und wie schaffst du das, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen? Also trotzdem machst du ja auch unheimlich viel Werbung auf Insta-Stories und so weiter. Also ich bewundere das wirklich, wie du da immer am Ball bleibst und... Ich könnte noch mehr bei Insta machen, denke ich immer. Ich denke mal, ich mache schon wenig. Also so alle 3-4 Tage ein Bild posten oder immer mal eine Story. Also ich würde gern mehr machen. Ich würde auch gern mal in die Kamera reden, aber ich traue mich einfach nie. Das ist wirklich... Aber jetzt hast du es ja gemacht. Also jetzt kannst vielleicht überwinde ich mich. Genau. Nee, deine Frage, wie ich das schaffe oder wie ich... Ja, ich habe, wie gesagt, meinen Mann, also der ist auf Teilzeit runtergegangen mit seiner Arbeit. Ohne den wäre es wirklich schwierig. Also der unterstützt mich sehr. Der macht auch meine Buchhaltung. Das ist so mein Hassthema. Okay, verstehe ich. macht man auch. Also ganz, ganz furchtbar finde ich das. Und das macht er alles. Da entlastet er mich sehr. Ja, und die Kinder, da teilen wir uns rein. Ne? Also es sind ja unsere beiden Kinder. Also 50-50 kann man wirklich sagen. Da macht er richtig mit, damit ich eben auch durchziehen kann. Ja, der Kleine geht jetzt in die Kita. Das klappt super. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo ich sage, Gott sei Dank. Ja. Die Große, die hat damals ganz schön gelitten bei der Eingewöhnung, aber er macht das super. Der jammert kurz und dann spielt er. Und da beobachte ich immer, gucke ich schon durchs Fenster und da ist er schon wieder... Auf und davon, da bin ich auch total froh, dass das so gut klappt. Genau, also wir teilen uns 50-50 rein, das muss ich wirklich so sagen. Der macht da super mit, weil sie ja auch unser beider Kinder. Der Kleine macht das super in der Eingewöhnung und geht erstmal nur ein paar Stunden. Den wollte ich noch nie ganz abgeben, also 4 Stunden ist er erstmal nur, weil er ist halt noch so klein. Und mein Atelier ist auch nicht weit weg vom Kindergarten. Das ist auch ganz praktisch. Da ist man schnell im Kindergarten, habe den schnell eingesackt. Und dann nehme ich ihn meist wieder hier mit, lege ihn hier zum Mittagsschlaf hin und dann arbeite ich weiter. Ja. Und dann hole ich die große Maus ab. Ja, also hätte ich meinen Mann, würde es wahrscheinlich auch nie so gut klappen. Also der unterstützt mich da echt doll. Okay, schön. Sehr schön. Ja. Und hast du denn auch mal irgendwie so eine Auszeit für dich, die du dir planst? Also ich meditiere jeden Morgen, das ist so meine Auszeit, bevor ich in den Tag starte. Hast du auch irgendwie so eine Zeit für dich, wo du sagst, das ist ja meine Me-Time? Also so am Morgen ist es eher stressig. Also so würde ich jetzt gerne sagen, ich meditiere und trinke mein lauwarmes Wasser mit Zitrone oder so, aber das mache ich meistens nicht. Ich trinke dann immer einen Kaffee, also meistens ist es wirklich so, dass ich das Müsli von der Emma noch schnell aufesse und dann geht es dann auch schon los. Ja. Aber ich habe dann am Abend meine Zeit, also ich nehme dann 40 Minuten Wanne, die brauche ich auch. Schön. Meine Badewanne ist es eigentlich, also ja, doch toll. Ich suche auch eine größere Wohnung und wenn die keine Badewanne hat, dann ist die schon raus. Ja, kenne ich, also bei mir ist es auch so, ich brauche unbedingt eine Badewanne, ohne Badewanne geht es nicht. Genau. Wirklich, also ich könnte stundenlang drinnen liegen, aber das geht meistens nie, weil der Kleine die erste Nachthälfte auch total unruhig schläft und dann schon alle 1-2 Stunden wach wird.
Aber so 40 Minuten sind auf jeden Fall drin und die brauche ich dann auch. Also, Perfekt. Sehr schön. ja. Und ansonsten ist es meine Arbeit. Ich mache halt meine Arbeit total gerne. Und wenn ich dann in den Flow komme, dann ist es für mich auch total entspannt. Ein Podcast auf die Ohren oder schöne Musik und dann ist das für mich Entspannung eigentlich. Wenn ich keinen Druck habe. Also, wenn ich den Druck habe, dass es fertig werden muss, dann ist es keine Entspannung. Aber wenn ich einfach im Flow arbeiten kann, dann ist es total entspannt. Schön. Ja. Sehr schön. Ja, super. Ich danke dir wie verrückt, Niki. Hat mir Ja, total ich danke Spaß dir. gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und weiterhin ganz, ganz gutes Geschäft. Und ja, mach weiter so. Also, ich Ja. finde die Story total gut. Und ja, ich Danke. wünsche dir alles, alles Liebe. Ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich finde Danke. das super, dass ihr die Chance nutzt. Also wirklich Daumen hoch. Danke. Also, mach's gut. Tschüssi, danke. Wow, was für ein tolles Interview. Mir hat so viel Spaß gemacht. Die Niki ist echt eine Liebe, oder? Und was für einen tollen Mann sie auch hat, der das so mitträgt und da extra auf Teilzeit runtergegangen ist. Also super auch, wie man das Stressmanagement in der Familie gut meistern kann, wenn man da gut zusammenarbeitet. Also echt eine tolle, tolle Erfahrung, mit dir geredet zu haben. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf Muttermilchschmuck oder auf emotionalen Schmuck eurer Wahl, dann schaut auf die Website von der Niki. Schaut euch an, was ihr alles so anbietet. Ihr habt jetzt schon einiges erfahren und viel Spaß beim Stöbern. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf ganz viele Likes und auf ganz viele Followers. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Schön, dass du da warst.